Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute wollen wir euch mal unseren neuen Flitzer zeigen. Und zwar begleitet uns ab jetzt ein E-Scooter. Mhm. Wir haben den jetzt schon ein paar Tage getestet, damit man ein bisschen berichten kann. 3 Wochen? Wir haben den ja schon 3 Wochen. Ja. Und ich muss sagen, das macht mega Gaudi. Ja, ich muss ja schon mal sagen, dass ich da auch mal möchte, ne? Weil, ja. Nee. So läuft das nicht. Ich habe mich am Anfang gar nicht so wirklich getraut, weil wenn man als in der Stadt ist oder so, dann sieht man die ganzen Scooter da stehen. So. Und mein Mann hat dann schon öfters mal gesagt, na komm, lass uns mal einen ausleihen. Aber ich habe mich irgendwie nicht so arg getraut. Und jetzt, nachdem wir den jetzt schon ein bisschen haben, muss ich echt sagen, das macht richtig Spaß. Ist aber auch mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also, ja. Und gut, wobei man ja sagen muss, er fährt nur 20 km/h. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Also der E-Scooter, das ist der Navi V50, der fährt nicht schneller wie 20 km/h. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Kauft euch keinen E-Scooter, also ich kann da nur von abraten, der keine Straßenzulassung hat. Der Navi V50 hat eine Straßenzulassung, das heißt, ihr bekommt ein Datenblatt mit für die Zulassung. Genau. Damit könnt ihr euch einfach an eure Versicherung wenden. Haben wir es gemacht per E-Mail, ging ganz unkompliziert. Genau. Wir haben dann ein Nummernschild zugeschickt bekommen. Ja, du kriegst ja so eine Art Betriebserlaubnis oder ja. Ich nenne das mal Fahrzeugschein. Genau. Kriegst ja mitgeliefert. Also ja, und das ist Fahrgestellnummer, das Ding hat eine Fahrgestellnummer und alles ist super. Top, ja. Weil ich weiß gar nicht, also ich glaube, wenn einer vielleicht ein mega Grundstück hat oder eine ganze Farm sein eigen nennt, ja. Dann mag das vielleicht sein, dass das passt, wenn auf man einen Campingplatz und oder auf dem Campingplatz auf dem Auffahren ohne Straßenzulassung, aber sonst geht halt gar nichts. Ja. Und da ist das hier. Und ich finde, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen mitgefahren. Ich finde auch 20 km/h finde ich kommt ja echt schon schnell vor. Ja, das ist völlig ausreichend. Das ist mega. Also für mich jetzt also. Ja, also wenn ich mir vorstelle, so ein E-Scooter mit 40 km/h ist auch schon gefährlich irgendwie, gell? Ja, bis 45 km/h habe ich schon gesehen. Gibt es ja auch schon, gell? Also, dann zeigen wir euch mal das Coole. Den coolen E-Scooter. Das Schöne ist ja an dem Ding. Ich finde, das sieht auch gut aus. Ja, da ist das Schmuckstück. Und das mit dem süßen kleinen Kennzeichen hier? Ja, das ist doch niedlich, oder? Ja. Was ich auch gut finde, ist, das ist relativ breit. Ja. Also, wenn man auch also Riesenfüße hat, kommt man da auch mit drauf, also so einen breiten Fuß hat ja keiner. Mhm. Also das passt sehr gut. Stell dich mal mit beiden Füßen drauf. Nee, ich habe Angst, dass ich umfalle. Ich halte dich fest. Passt gut. Also guck mal. Das passt gut. Die meisten stehen ja auch nur so drauf oder so. Ja. Stehen wir beide nebeneinander? Ja, das geht nicht. Ja, das ist, ich glaube, gehen wird's, ja. Ja, aber nein, mir geht es jetzt nur um die Breite, dass man die dass man das mal sieht, wie breit das ist. Das ist echt breit. Ja, durch das, dass er auch eine Straßenzulassung hat, hat er natürlich auch hinten ein Bremslicht. Genau. Drück mal auf die Bremse. Ja. Ja. Und was auch ganz cool ist, der hat auch also eine Beleuchtung natürlich vorne ein Licht. Der hat eine Lichterkennung, also eine Helligkeitssensor. Das heißt, bei Dunkelheit geht das Licht automatisch an. Genau. Das funktioniert auch sehr gut, schon ausprobiert. Hier mal das einmal drücken. Ja. Kann man sehen. Einmal drücken, wieder aus. Kurz ein bisschen was zum Display erklären. Also einschalten, draufdrücken, Sportmodus. Hier zeigt jetzt die Balken an, wie viel Akku das er noch hat. Zweimal draufdrücken. Ist der G-Modus. Ja. Bis 6 km/h. 6 km/h. Noch zweimal drücken. Dann haben wir den normalen, bis 15. Und der Sport, der geht bis 20 km/h. Richtig. Und hier habt ihr den Gashebel, nach unten drücken und der Roller ist ausgestattet mit einer Energierückgewinnung. Habe ich das richtig gesagt? Das heißt, wenn ihr vom Gas runter geht, dann bremst ihr automatisch runter, nimmt Geschwindigkeit und führt es der Batterie wieder zu. Wie beim Auto. Wie bei einem Elektroauto. Ja. Also das ist echt eine coole Sache. Eine Reichweite hat der Navi V50 mit bis zu 50 Kilometer, je nach Geschwindigkeit, nach Gewicht. Natürlich auch vom Fahrer. Zugelassen ist er bis 120 Kilo. Mhm. Stimmt, ne? Wir, ja. wir haben hier auch eine Bimmel. Und natürlich hier noch eine Bremse. Alles lässt sich einstellen. Diese Energierückgewinnung kann man auf der App
Am Handy einstellen, ja. Am Handy einstellen. Am Roller selber nicht. Genau, auf der App können Sie einstellen, 3 Stufen. Also wir haben es auf gering eingestellt, weil schon, das zieht ganz schön, also es bremst ziemlich stark, da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also zu Anfang würde ich es auf ganz normal lassen. Also wenn man den registriert, also den anmeldet, den Roller, dann ist das sowieso auf ganz gering eingestellt. Ja. Ich würde es auch erstmal so lassen und dann probieren. Sollen wir kurz die App zeigen? Wir können ja kurz die App zeigen, ja. Ja, kann man das kurz zeigen, denn da war ein Aufkleber drauf, wenn das ausgeliefert wird. Der war auch sehr gut verpackt. Und da war ein Code drauf, ein QR-Code. Wenn ihr den scannt, dann könnt ihr die App runterladen. Und das Verbinden geht auch ganz easy. Und die Einstellungen, die man dort nicht vornehmen kann, die kann man dann in der App vornehmen. Jetzt seht ihr auch schon, verbunden gerade. Wolfgang hat es gerade eingeschaltet. Genau, das wäre halt mal das Handy. Ja. Das wäre die App dazu. Der zeigt alle 4 Wochen. Bringt ja die Meldung, Reifen kontrollieren, Reifendruck kontrollieren. Also als Vorsichtsmaßnahme. Als Vorsichtsmaßnahme, ja. Hier steht dann die Rechtsweite. Also der Akku hat noch 42%. Dann haben wir die Reichweite, die Restreichweite von 21 Kilometer. Genau. Und hier kann man dann diese Energierückgewinnung. Die Energierückgewinnung einstellen. Ja. Aber die steht zu Anfang, wenn ihr registriert, auf normal auf niedrig. Also ihr braucht die App dazu, ja, um den Roller zu registrieren. Genau. Und ihr habt auch, könnt ihr die automatische sensorgesteuerte Scheinwerfer ein- und ausschalten. Wir haben das angelassen, finden das eigentlich eine also ganz nette Sache. Wenn es draußen dunkler wird, dann geht automatisch das Licht an. Ja. Und was ihr noch machen könnt, könnt ihr den Roller noch verschließen. So. Darf ich es mir wieder halten? So, wenn ihr jetzt versucht, jemand wegzurollen, dann fängt er an zu meckern. Und echt? Bremst. Oh ja, oh ja. Und auf dem Handy, das Handy vibriert auch. Ah, okay, super. Also, ja. Er meckert dann. Also, schalten wir es wieder frei. Schalte ich wieder frei? Genau. Ah, okay. Dann geht's wieder. Übrigens, wenn man losfährt, man kann nur losfahren. Da muss man kurz anschucken. Also erst wenn ab 4 km/h. Ab 4 km/h kann man dann erst fahren. Ja? Geht auch auf der Wiese echt cool. Also ganz wichtig bei so einem E-Scooter ist ja auch, dass man den mitnehmen kann. Zum Beispiel zum Camping oder in einem Auto transportieren kann, dass man den ganz klein zusammenfassen kann. Den kann man mit wenigen Handgriffen ganz platzsparend einmal runterklappen hier. Kann man den ins Wohnmobil reinmachen. Ja. Braucht kaum Platz, 60% Platzersparnis. Der hat 10 Zoll Luftreifen, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Die fahren sich super. Auf Rasen, auf ganz normal. Ja. Also mit den Reifen kann man auch gut Rollsplit fahren oder in so Feldwege. Hinten haben wir noch die Scheibenbremse. Und die Ladebuchse. Hier wird dann das Ladegerät angeschlossen. Aber es lässt sich gut über Nacht aufladen. Ach so, was wir auch noch zeigen können, dann würde ich das gerade mal schön nehmen. Der Navi V50, der hat auch eine, wenn man den zusammenklappt, da befindet sich, versteckt sich auch noch ein, wie heißt das? Eine Halterung für einen AirTag. Für einen AirTag, genau. Das wäre denn hier? Wenn ihr also einen AirTag habt oder euch den zulegen möchtet, dann könnt ihr den hier reinmachen. Genau. Dann macht ihr das Lenkrad runter und schiebt den da rein. Dann wisst ihr auch immer, wo. Den könnt ihr da richtig drin reindrücken. Sich euer E-Scooter befindet. Dann wieder hochmachen. Dann ist er weg. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir fahren hier mal ein Stück. Beziehungsweise du. Ha, endlich. Also im Straßenverkehr, wenn ich ganz normal auf der Straße fahren würde, ich würde, glaube ich, einen Helm empfehlen. Mhm. Das macht mehr Sinn beim
Fahrrad macht man das ja auch. Also wir zumindest. Ja. Mach Gaudi. Ja. Wir hatten den auch schon dabei, als wir an der Ostsee waren. Mhm. Das war für mich dann auch schön durch den Campingplatz geheizt. Ja, zum Müll wegbringen. Ja. Ich glaube gar nicht, wie gerne ich Müll wegbringe. Mal zum Strand vorgefahren. Ja. Oder mal Brötchen holen beim Bäcker morgens. Genial. War das schon nicht schlecht. Ja. Genau. Also ich war ja diejenige, die immer gesagt hat, wir brauchen sowas eigentlich nicht und ich bin jetzt richtig happy. Ja, genau. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir beantworten das so gut wie es geht. Und was ich jetzt auch natürlich nicht vergessen darf. Aktuell kostet der E-Scooter 599 Euro und wir dürfen euch einen Rabattcode weitergeben. Dafür bedanken wir uns mal bei Navi. Ne? Und zwar den Rabattcode blenden wir an dieser Stelle ein, befindet sich auch nochmal in der Videobeschreibung und ihr bekommt 10%. Also das ist doch schon mal was. Ja. Also nutzt den Rabattcode. Wir haben es, ich habe heute Morgen, also noch zum Wolfgang gesagt, gibt es da irgendwas Negatives zu berichten, weil ihr sagt ja immer, ja, berichtet nicht nur positiv, sagt doch auch mal wirklich, aber wir haben jetzt echt. Ich habe nichts gefunden. Ich habe jetzt echt nichts gefunden. Und das ist auch vom Lenker her sehr stabil. Auch die Verarbeitung, also. Ja. Klar kann man jetzt nach ein paar Wochen, aber mehr kann man jetzt auch nach ein paar Wochen noch nicht sagen. Ne? Nee. Hat bis jetzt hier alles standgehalten. Ja, schon ein bisschen dreckig. Wir sind ja auch schon, bin sogar schon in den Regen gefahren damit. Also ja. Genau, der ist ja auch wasserdicht. Ich habe da irgendwas. Ja, Spritzwasser. Also Spritzwasserdicht Regen ist er, ja gell? Schon aus, ja. Ja. Genau. So ganz so empfindliches Moment. Ja, wenn man mal wo ankommt, wohin fährt, nimm mal die Kamera bitte. Wenn man denn wo ankommt und hinkommt und man kommt nicht weiter und man hat zum Beispiel eine Treppe, dann kann man den ja wunderschön schnell zusammenklappen, also komm mal her. Einfach hier auf diesen kleinen. Dass man auch mal sieht, wie man das macht. Genau. Oder? Da runterdrücken, hoch, Lenkrad verdrehen. Lenkrad. Den Lenker. Und dann haben wir hier die Klingel. Der Haken hier. Ja. Der wird dann hier unten eingehakt. So. Und dann kann man das Ding wunderschön die Treppe hochlaufen. Sollte man gar nicht denken, dass es das aushält mit diesem, ja. Aber das ist super, das hält genial. Du läufst die Treppe hoch, machst den Lenker da wieder raus, klappst das wieder zusammen, hier und weiter geht's. Und das ist nur, der wiegt nur 16,5 Kilo. Das ist also ja nicht viel, da kann man nichts sagen. Ne? Akku ist unten drunter. Das ist hier drunter. Okay. Alles verpackt. Genau. Ständer. Ladegerät ist natürlich dabei. Also ist es mega. Gut. Dann darf ich das wieder halten. Also, schaut die Videobeschreibung. Der Code für den Rabatt ist da drin, für die 10%. Der Link zum Produkt ist da drin. Da könnt ihr euch auch alles nochmal genauer nachlesen an technischen Daten. Schreibt doch mal, wie ihr den findet. Oder habt ihr selber schon einen E-Scooter? Mhm. Wir haben den jetzt auch so versichert, dass man den auch mit unter 18 fahren darf. Also falls unsere Tochter mal mitfahren möchte. Ja, genau. Da gibt es auch noch die Möglichkeit. Gibt's. Und versicherungstechnisch ist das. Also der kostet jetzt, ich glaube, 50 Euro. 50 Euro im Jahr. Wäre jetzt wahrscheinlich günstiger, wenn wir jetzt die Klausel da mit drin hätten, mit unter 18. Ist ja klar, ja. Beim Auto ist das auch wegen. Ja. Aber ja. Aber die 50 Euro, die. Das ist okay. Kann man jetzt echt nichts sagen. Ne? Ja. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen.
bei jedem Tag dran geblieben ist und sich auch mal unsere Produktvorstellung hier anschaut. Ja. Nächstes Mal dann vielleicht wieder aus dem Urlaub, wobei noch nichts ansteht. Also. Nee, wir waren jetzt ja auch erstmal krank. Du, ja. Ja. Männergrippe. Also dann, ihr Lieben, macht's gut. Also, macht's bis zum nächsten Mal. Ciao.